Grüezi und herzlich willkommen bei Markets & Trends. Kürzlich war ich in Freiburg in der Schweiz im Modelleisenbahnmuseum Chemin de Fer du Kesselberg. Die ganze Anlage ist ohne reales Vorbild. Dennoch sind die Landschaften und Eisenbahnbetrieb bis ins letzte Detail studiert und der Schweizer Wirklichkeit nachempfunden. Die Anlage im Maßstab 1 zu 87 ist in drei Ebenen gegliedert. Sie umfasst 2045 Meter Gleis. Vier Bahnlinien erschließen die Gegend um den Käserberg. Die Züge dreier Bahnunternehmen sind unterwegs. SBB, RHB und KBB, dies ist die Käserbergbahn. Die Chemin de Fer du Käserberg zeigen die Welt der Schweizer Bahnen während der 90er Jahre. Für sie ist der Käserberg das, was den Schweizer Bahnen der Gotthard bedeutet. Dem Erbauer war es sehr wichtig, dass die Anlage sehr detailreich und perfekt durchgedacht ist. Aus diesem Grund hat er sich folgendes Szenario überlegt. Es ist ein Freitag um 11 Uhr am Käserberg. Es ist wolkenlos und schön. Eine frische Brise weht durch den Wind. Diese Modelleisenbahnanlage hat mir sehr gut gefallen. Besonders gut gefallen haben mir die Details, welche wirklich perfekt ausgearbeitet sind. Vor allem, dass das Technische auch einwandfrei funktioniert hat und dass ein sehr spannender Zugbetrieb geherrscht hat. Dazu waren zwei Mitarbeiter an zwei Stellpulten tätig, um die Züge zu steuern und für einen abwechslungsreichen Zugbetrieb gesorgt hatten. Nun zeige ich euch ein paar Impressionen dieser Modelleisenbahnanlage. Viel Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!